Silvan Hefti, schön, nimmst du Zeit. Schön, bist du schon wieder zurück in Bern. Vielleicht einfach schnell zum Einordnen und zum Erklären in Aussenwahrnehmung, in der Wahrnehmung der Fans. Ist die Transfer sehr schnell über die Bühne gegangen. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war es für dich? Ja, es ist zuerst einmal mega schön, um heute Abend hier zu sein. Den Sieg zu sehen haben. Und es hat mich extrem gefreut für das Team und auch für den ganzen Club. Zu deiner Frage, ja, es ist extrem schnell gegangen, auch für mich. Es ist alles innerhalb von wenigen Tagen passiert. Und ja, darum ist es auch für mich tief gegangen. Und jetzt bist du heute noch einmal da, für zu verabschieden von deinen Mitspielern, vom ganzen Staff? Oder? Ja, also es passt jetzt einfach auch sehr gut, dass ich die Zeit da finden konnte, dass wir frei haben jetzt das Wochenende. Und, darum hat es mich extrem gefreut, den Rückrundenauftakt zu beobachten. Und klar, mir ist es ganz wichtig, zum Club, allen Leuten und vor allem der Mannschaft noch mal persönlich Ciao zu sagen. Du hast eineinhalb Jahre hier in Bern verbracht. Nimm es doch schnell mit in deine wichtigsten Erinnerungen. Hast du gleich einen Meistertitel, die Champions League? Was nimmst du mit? Ja, extrem viele schöne Momente können sammeln hier in Bern. Es sind eineinhalb Jahre, aber ich glaube, Moment für eine längere Zeit. Und ja, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Direkt eigentlich, wo ich gekommen bin, aus St. Gallen, bin ich mega warm und herzlich willkommen geheißen worden. Es ist direkt losgegangen mit ja, positiven Spielen, Erfolg in der Meisterschaft, mit dem Meistertitel, dann ja, auch in der ersten Saison Europa League, wo wir zuerst überwindet haben und dann können Leverkusen schlagen. Also das sind extrem coole Momente für mich. Und dann natürlich die Champions League, wo auch richtig hoch einzuordnen ist. Ja, mit den Spielen und Highlights, die ich hier erleben durfte. Die Weg geht jetzt weiter. In Italien geht ihr weiter. Wie bist du dort aufgenommen worden? Wie ist es dort gegangen? Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Es findet ein Umbruch im Verein statt und das hat man ein bisschen gemerkt. Aber ich glaube, jetzt ist man auf einem guten Weg, dass man miteinander in eine Richtung läuft und voller Energie ist. Und ja, da macht es Spass, so eine Herausforderung anzunehmen. Jetzt noch zum Schluss, hast du noch ein paar Worte für IB-Anhang, für die IB-Fans? Ja, es hat mich extrem gefreut und es war mir eine riesige Ehre, um für den grossartigen Verein zu spielen. Ich hoffe und glaube, das hat man jeden Tag gesehen und in jedem Spiel. Ich habe wirklich alles gegeben für den Verein und es hat mich extrem gefreut, dürfen dort sein. Merci für alles, Silvan. Dankeschön, merci.